Das nachfolgende Let's Play enthält Spielszenen aus einem Spiel, das für Spieler unter 16 Jahren nicht geeignet ist. Bitte berücksichtigt dies. Hallo und willkommen zur Folge 51 von Let's Play Randall's Monday. Und ja, das wird vermutlich die letzte Folge, die ich an diesem Tag aufnehme. Dementsprechend kann es sein, dass die Ducken länger wird. Das nur schon mal vorweg. Ja, in der letzten Folge haben wir hier ein Gespräch mit Martin angefangen und das wollen wir jetzt weiterführen. Weißt du, wo ich ein bisschen Frittierfett herkriege, Martin? Frittierfett? Ja. Ich glaube, Bruno ist der Einzige, der sowas hat. Köche brauchen manchmal Frittierfett. Sehr gut. Dann kriege ich immer die gleiche Antwort. Bruno. Der Typ hängt mir zum Hals raus. Hat er eigentlich das Weltmonopol auf Frittierfett oder was? Ich weiß nicht. Aber ich habe kein Fett oder so. Tut mir leid. Ah, okay. Entspann dich, Martin. Ist schon okay. Eigentlich nicht. Dir ist schon klar, dass wir alle wissen, dass du ein Betrüger bist, oder? Klar. Aber wenn ich nur einen von denen für ein paar Sekunden unterhalten kann, tja, das ist schon mal was, oder? Oh, ist das nicht herzallerliebst. Wenn ich nicht wüsste, dass du eine ganze Familie verspeist hast, würde ich dich jetzt umarmen. Danke, Mr. Hicks. Ich wollte mit dir über deine magische Schachtel reden. Natürlich, Sir. Wollen Sie jetzt den Trick sehen? Nee, darum geht's nicht. Ich verstehe nicht. Worum geht's denn dann? Ich will die Schachtel haben, Martin. Bitte, Mr. Hicks. Die Schachtel ist alles, was ich habe. Die kann ich nicht einfach weggeben. Martin. Du weißt schon, dass du die Nacht im Krankenflügel verbringst, wenn ich mich wiederholen muss. Und das wäre doch wirklich schade. Findest du nicht? Nein, Mr. Hicks. Ich will die Nacht nicht im Krankenflügel verbringen. Na gut. Also, Martin, wie sieht's aus? Hier, bitte. Hier ist die Schachtel. Eieieiei. Das sind ja Zustände. Danke sehr. Das war sehr nett von dir. Bitte, passen Sie gut drauf auf, Mr. Hicks. Na klar. Sicher. Mach dir keine Sorgen, ja? Nee, das ist auch besser so. Gut, das war das. Murray? Murray? Würden Sie sich als abergläubisch bezeichnen? Tja, weiß nicht. Ja und nein. Was? Toll. Murray, sind Sie es oder sind Sie es nicht? Tja, ich glaube nicht ans Paranormale oder so, aber manchmal fühle ich mich tief im Innern so ein bisschen komisch. Wie soll man das erklären? Meinen Sie Blähung? Nein, ich habe nur manchmal so... Hören Sie auf, Murray. Ich will nichts über Ihre Verkaufsprobleme wissen. Ich will nur wissen, ob Sie einen Glücksbringer haben oder so. Klar habe ich einen. Eine Hasenpfote. Hat mir immer Glück gebracht. Echt? Eigentlich nicht. Aber ich habe sie halt gern dabei. Ist wie ein Teil von mir. Sicher. Warum fragst du? Ach, nur so. Sonst haben Sie nichts dabei, oder? Ich bringe nie Wertsachen mit zur Arbeit. Sie haben die dumme Angewohnheit, sich zu verflüchtigen. Verflüchtigen, ja? Hey, Murray. Wollen Sie einen Zaubertrick sehen? Ich kann alles einfach so verschwinden lassen. Wirklich? Ich liebe Zauber. Natürlich tut er das. Perfekt. Ich bereite alles vor und dann komme ich wieder, okay? Das wird Ihnen sicher gefallen, Murray. Ich warte hier. Na, müssen wir ja gar nichts vorbereiten. Wir haben ja alles. Ich muss dann los, Murray. Man sieht sich. Also, Murray. Bereit für das Übernatürliche? Ich bin immer bereit für etwas Zauberei. Ja. Okay. Also, worauf warten Sie? Geben Sie mir Ihre Hasenpfote. Hä? Oh, sicher. Für den Zaubertrick. Bitte sehr. Sie müssen besser aufpassen, Murray. Tada! Unglaublich! Das war absolut erstaunlich. Wo ist sie? Hat sich einfach in Luft aufgelöst. Gut gemacht, Junge. Ich wusste, dass Ihnen das gefällt, Murray. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss los. Was heißt das, du musst jetzt los? Krieg ich meine Hand zurück? Oh, die ist futsch. Wie futsch? Ich dachte... Ach, Murray, ich kann Ihnen den Trick nicht verraten. Das überlasse ich Ihrer Fantasie. Ja, oh. Okay.
Ja, okay, dann holen wir uns die Hasenfoto mal. Hey. Hey, Mortimer! Was soll denn das? Aha. Mortimer, gib mir die Hasenpfote zurück. Oh, komm schon, leg dich nicht mit mir an. Hab eine Menge durchgemacht, da ranzukommen. Gib sie her! Ich warne dich, Alter. Ich hab nach all den Jahren nicht mehr viel Geduld übrig. Also überspann's nicht. Fuck, Mortimer! Dieses Grummel versteht doch überhaupt keiner. Gib mir einfach die Hasenpfote. Wenn ich's noch mal sagen muss, wirst du's bereuen. Mir reicht's jetzt. Also, du schleichst gerne im Finstern rum, ja? Ich werde dir einen Grund geben, sich im Dunkeln zu fürchten. Fragt sich wie. Können wir vielleicht hier. Hatten wir nicht irgendwo. Nein. Achso, Rosa Wismut könnten wir eigentlich schon mal. Etwas Säureregulator gibt eine schöne Farbe. Aber was ich mich eigentlich frage, ist doch die Sache. Die behalte ich lieber. Man kann ja nie wissen. Okay. Verschwenden wir lieber keine Zeit mehr mit dem Abschaum. Okay. Wie kann ich denn? Kann ich mit den Rohren was machen? Habe ich ehrlich gesagt noch nicht versucht, obwohl wir schon die ganze Zeit. Nein. Dann machen wir erstmal die Zutaten, die wir schon haben. In die Suppe, würde ich sagen. Glückspenny vielleicht? Jeder liebt den Geschmack von Geld. Kleeblatt? Ein bisschen Glücksgemüse. Was haben wir noch? Ach, das Hufeisen da. Eine Prise Hufeisen für den feinen Geschmack. Was haben wir noch? Hier, da habe ich nämlich jetzt noch das Zeug. Das würde ich gerne nämlich benutzen. Oh, Mortimer. Hier, da. Das behalte ich lieber. Das Glas können wir doch dann benutzen. Ich will nicht mehr mit ihm reden. Ich muss irgendwas unternehmen, damit ich diese Hasenpfote zurückbekomme. Was habe ich denn noch? Vielleicht die Lampe? Da fühlt sich wohl jemand im Dunkeln wohler. Komme ich da mit meinem Dings dran irgendwie? Nein. Was für einen Sinn soll das nochmal machen? Da komme ich nicht ran. Kann ich das da gegen das Fenster schmeißen hier? Dafür ist das. Okay. Sieht es auch nicht. Also ich kann es da reinkippen, das bringt zwar nichts, aber okay. Wartet mal. Streichhölzer. Dann machen wir doch mal ein bisschen Licht. Licht, 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 Licht. Hatte ich nicht Streichhölzer? Ach da.
Das sollte dich lehren. Niemand fickt Mr. Hicks. Aber wirklich. Ah. Na, hell geworden ist es nicht, aber immerhin habe ich die Hasenfutter zurück. So. Damit sollte es dann... Das ist doch bestimmt genug, oder? Dann. Tja, ohne Fleisch wäre es ja auch kein Essen. Hey, du wirst es nicht glauben. Ich habe eine Brühe aus dem ganzen Kram gezaubert. Weiß nicht, ob es Glück bringt oder eher irgendwie hochgiftig ist. Kann mir aber auch ganz egal sein. Das stimmt. Ich vermute, das müssen wir dann mal abfüllen. Und dann zu Bruno. Und dann müssen wir noch die eine Sache. Weisheit? Erledigen? Ich glaube, so war's. So. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihm das geben gleich direkt. So, Glückssuppe. Hey, langsam, langsam. Du willst dich doch nicht an dem Hut verschlucken. Wow. Schmeckt genau wie die von meiner Oma. Da ist dieses Kribbeln im Hals. Okay. Ich glaub, sie wirkt schon. Meine Spucke wird schon dicker. Wenn du meinst... Danke, Hicks. Ehrlich, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Du weißt aber schon, dass du immer noch im Knast bist. Das ist jetzt mein geringstes Problem. Gut, dann müssen wir jetzt uns wohl noch mal unterhalten. Bruno, was meinst du mit Weisheit? Naja, du weißt schon, Weisheit eben. Ja, das ist ein bisschen vage. Was genau meinst du damit? Nun, weißt du, vor ein paar Jahren gab's mal so einen Typen, der etwas ungewöhnlich war. Die haben ihn dann in die psychiatrische verlegt, weil er so ungewöhnlich war. Wo liegt das Problem? Der ist seit heute Morgen wieder hier. Oh, ist der irgendwie gefährlich oder was? Muss ich mir Sorgen machen? Eigentlich nicht. Aber als er in die Klapse kam, war er automatisch vom Spuckwettbewerb ausgenommen. Jetzt ist er zurück und ehrlich gesagt, ist der Bastard besser als ich. Sogar mit dem Zaubertrank und meinem Training. Verstehe. Okay, aber... Du scheinst nicht so richtig zu verstehen, was Weisheit eigentlich heißt. Ach, glaub ich nicht. Vertrau mir, Bruno. Das bedeutet nicht das, was du denkst, dass es bedeutet. Egal. Dieser Alan ist ein richtiges Arschloch und ich muss ihn besiegen. Moment mal. Sagtest du Alan? Eben der. Die lebende Legende. Gegen den habe ich keine Chance. Das kann ich vergessen. Dieser schizophrene Typ mit dem Ballettröckchen? Genau der. Jetzt verstehe ich, warum der in die Klapse kam. Tja, der ist gestern rausgekommen. Also ist er wieder da und wird beim Wettbewerb teilnehmen. Der verdammte Bastard! Ich bin erledigt. Bruno. Du lässt dich von einem Typen im Ballettröckchen einschüchtern? Ich krieg gleich einen Lachkrampf. Okay. Ich will, dass das Arschloch aus dem Turnier fliegt. Du meinst, ich soll Alan kalt machen? Das hast du gesagt. Wär mir aber auch recht. Aber warum hast du es dann nicht einfach selbst? Ich meine, komm schon, du bist der am meisten gefürchtete Insasse hier. Schick ihn einfach auf die Krankenstation. Problem erledigt. So einfach ist das nicht. Jeder weiß, dass er der Einzige ist, der mich schlagen kann. Wenn ich den anfasse, wäre ich sofort disqualifiziert. Ich habe ja nicht das ganze Jahr trainiert, damit ich in letzter Minute rausfliege. Okay. Ich schau mal, was ich machen kann. Aber versprechen kann ich nichts. Hicks, ich zähl auf dich. Lass mich nicht hängen. Ich tu mein Bestes. Das höre ich gern.
Gott. Muss los. Ich überlege gerade. Dann müssen wir uns mal um Ellen kümmern. In der Tat gibt es natürlich noch die Möglichkeit. Tja. Jetzt ist die Folge wäre jetzt eigentlich vorbei und ich könnte jetzt eigentlich auch gut ein Ende machen, aber ich möchte das hier noch. Übrigens, Alan, hätte ich fast vergessen. Du nimmst also am Wettbewerb teil, ja? Stimmt. Du glaubst doch wohl nicht, dass du eine Chance hast, oder? Ich weiß, dass ich gewinnen werde. Ich bin eine Legende. Keiner hat auch nur annähernd mein Talent. Meine Technik ist jenseits der menschlichen Möglichkeiten. Was soll das heißen, jenseits der menschlichen Möglichkeiten? Ich meine, dass ich bis in die Stratosphäre spucken kann, ohne dabei in Schweiß auszubrechen. Kennen Sie jemand, der das auch drauf hat? Tja, vielleicht Matt in seinen besten Jahren. Ich habe noch nie von diesem Matt gehört. Aber der kommt auch nicht dran. Seien Sie versichert. Klar, Mann, du bist der Beste. Geht's dir eigentlich gut hier drin? Kann ich irgendwas für dich tun? Keine Sorge, mir geht's gut. Das Einzige, was mich stört, ist die verstopfte Atmosphäre. Was meinst du damit? Ich bin sicher, Menschen wie Ihnen fällt das gar nicht auf. Aber hier riecht's einfach schrecklich. Tja, ich weiß, hier riecht nicht gerade nach Veilchen, aber da gewöhnt man sich dran. Das glaube ich nicht. Ich habe einen außergewöhnlich starken Geruchssinn. Und ich weiß ganz sicher, dass der faulige Gestank in diesem Kerker für mich nie aufhören wird. Gut zu wissen. Naja, ich muss los. In Ordnung, aber achten Sie auf diese Gestalten. Hier sind sicher ein paar von Ihnen im Undercover-Einsatz. Klar. Ich pass schon auf. Gucken wir mal, ob ich irgendwie direkt irgendwas sehe. Die behalte ich lieber. Man kann ja nie wissen. Dann schauen wir nochmal. Den behalte ich. Was haben wir denn noch? Dünger! Entschuldige, Alan. Ich kann nicht erlauben, dass du am Wettbewerb teilnimmst. Okay. Wenn du gewinnst, kriege ich kein Fett. Und ich bin zu weit gekommen, als dass ich mir das durch einen Irren kaputt machen lassen würde. Erledigt. Nur fürs Protokoll. Der ist bloß bewusstlos. Hoffe ich. Gut, damit haben wir also den Teil Weisheit auch erledigt. Und dann würde ich sagen... Na kommt. Ich breche hier mal ab und wie es weitergeht, seht ihr erst in der nächsten Folge, aber die nehme ich dann gleich noch im Anschluss auf. Also, bis dahin. Ciao.